Wir haben uns rangesneakt mit dem Snake. Ja, und es hat gar nicht so lange gedauert. Nee, waren 5 bis 10 Minuten jetzt irgendwie. Ich habe das jetzt nochmal gespielt. Die Jungs da unten sind unaware, wie man auf Englisch sagt. Und noch nicht aufgescheucht. Nee, ist richtig. Durch wildes Herumgeballere. Das können wir aber im Endeffekt jetzt nachholen. Kannst du nicht einfach eine Raketen... Ich könnte mit einer Betäubungsgranate da so hinwerfen. Und das hat nicht funktioniert. Entschuldige mal. Es war ein guter Versuch. Dann machen wir es halt so. Dann auf die harte Tour. Ich habe halt immer Angst, den Gefangenen zu treffen, weil dann ist es auch vorbei. Ja, naja. Naja, aber. So, jetzt. Kannst du jetzt nicht schnell den Gefangenen raus? Ich versuch's. Ich renne. Ja, nee, ich. Ja. I'm running. Ist der ist da unten. Und jetzt rat mal, wie lange ich nach dem gesucht habe in meinem Spieldurchgang. Ich habe den nicht in dieser Kuhle vermutet. Ich bin da sind ja auch Käfige da. Ich bin über die Käfige lang gerannt und dachte immer, der wird hier schon irgendwo sein. Und dann habe ich den einfach nicht gefunden. Deswegen hat es eine Stunde gedauert oder so. Ja, es ist mies gewesen. Beide ist unterwegs. On the road. Wir brauchen einen Chopper. Kannst du nicht einfach mit. Nee, leider nicht. Das haben sie gerade gesagt, dass der zu schwach ist. Ja, das ist nämlich voll die Pussy. Der muss einfach nur so da dran rumhängen. Das stimmt. Eigentlich die anderen hängen doch auch nur ab. Sie haben mich angeschrien, immer wieder. Och, du Ärmster. Du wurdest nicht gefoltert, aber angeschrien. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Gefangenschaft. Dorf Masa. Quiet gibt uns Deckung. Die sitzt jetzt genau da, wo der Hubschrauber landet. Ich hoffe, das wird ihr nicht zum Verhängnis. Können Sie uns ja mal ein bisschen genauer angucken, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Ja, also es tut mir auch echt leid für Sie, die Krankheit. Das ist echt schlimm. Also in einem gemäßigten Klima oder gar kalten Klima können Sie nicht mehr. Nee, wir können froh sein, dass wir in Afghanistan und Zentralafrika rumrennen. Wo ist jetzt der blöde Hubschrauber? Da hinten. Picord, komm mal schneller. Mistkerl. Mann, der lässt sich aber auch wieder Zeit. Den habe ich übrigens in den... vor 2-3 Folgen auch mal ein bisschen aufgerüstet. Der hat jetzt mehr, hält jetzt mehr Schaden aus und so, wenn er beschossen wird. Und kann stärkere Raketen abfeuern. Ist also eine ein besseres Ausrüstungsgerät. Ja. So. Na komm. Na. Und rein da. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Also mit die Frau jetzt da. Ja, ja. Ach, weit, weißt du. Die kommt schon irgendwie mit. Einfach sinnlos ausgelagert. Ja. Naja, ein paar Leute stehen noch. So kann ich das nicht geschehen lassen. Lass mal Vogel gehen. Oh Gott. Wir müssen zurück! Umdrehen! Da war doch ein Vogel am Leben. Oh, da haben wir eine Dienstauszeichnung. Das ist ja der Wahnsinn. Und unsere Einheiten sind gestiegen. Ist das alles schön. Und wir haben einen Mörser eingesammelt. Ist aber schon ein bisschen her, glaube ich. Boah, was hier alles abgeht. Ja, ist immer extrem viel. Immer zugeschissen. Und, es ist es eine... Es ist kein S. Ja, das dachte ich mir schon, so schlecht wie ich war. Ich glaube, S kriegt man fast immer nur, wenn man ungesehen die Sachen macht und so. Also schnell und ungesehen. Mhm. Und ich war weder schnell, noch war es ungesehen. Hidenari Inamura hat da auch wieder mitgemacht. Da, so wie Hideo Kojima, der hat das Bild auch gemacht. Der hat es... Ach, Kojami. Kojima. Kojima Konami. Konami wollte uns doch sagen, dass er da nicht mitgemacht hat. Alles falsch. So, A+, sexy. Ach, und S gibt's auch noch. S gibt's auch noch. Aber über A+, plus ist S. Nee, S haben wir noch keinen. Okay. S kriegt man auch erst relativ spät. Also ich fand den einen A++, den wir da vorhin eingesammelt haben, letzte der war Folge, schon das war schon also eigentlich viel zu früh. Also jetzt müssten wir halt so Leute kriegen, die so in 2 von 6 Sachen A haben oder so. Das sind schon gute Leute. Der war schon sehr gut jetzt. So, was jetzt? Oh, ihn beunruhigt etwas. Okay. A wet job. Mann, die Frau tut mir so leid. Das ist echt, möchte ich sie gar nicht hier mit in den Kampf nehmen, weil sie ist ja, es tut mir einfach leid, wie es ihr geht. So, wir schicken mal wieder Leute auf einen externen Auftrag, wenn das schon wieder geht. Ich weiß jetzt nicht genau. Na, ich glaube 55 Minuten. Ja, doch, das ist 4 Minuten, wäre der Pflanzensammelauftrag fertig.
Gut, dann gucken wir mal. Erstmal Personal verteilen, erstmal ein bisschen die Bürokratie müssen wir jetzt ja auch mal machen. So. Entwicklung, wir können ja mal schauen. Unser Entwicklungsteam ist ja auch wieder aufgestiegen, ob die irgendwas. Gucken wir mal von unten nach oben. Unten sind immer die spannenderen Sachen. Sumpf. Der iDroid, guck mal hier, da können wir mehr Leute markieren. Achso, es sind Klamottenfarben. Mhm. Aber die spielen eigentlich keine Rolle. Nicht so richtig. Oh, da gibt's auch ein Leopardenmuster. Ja, sowas mal machen. Machen wir, war nicht so teuer. Den iDroid werde ich mal aufrüsten und dann hier den das Nachtsichtgerät. Benutzen wir nicht so oft, aber wenn es länger hält, ist es nicht so schlechtes. Mhm. So, ja, ansonsten scheiß auf den Rest hier, ist alles nicht so spannend. Gut, dann gucken wir mal die nächste Mission an. Missionsliste, Verbindungsliste, genau. Jetzt haben wir zwei neue Aufträge, das eine mit dem General, der irgendwas mit Atomwaffen zu tun hat, der Major. Mit dem Kuchen? Mit dem Yellow Cake, genau. Und das andere hier ist, eliminieren Sie die vom herrschenden Bruderstamm, einen Mordauftrag. Sechs Rebellen. Ja, dann machen wir das mit den Rebellen, würde ich sagen. Mhm. Mal schauen, wie lange das dauert, ob wir das jetzt hinkriegen hier. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber wahrscheinlich ist kein Raketenwerfer nötig, um Rebellen zu eliminieren. Dann nehme ich mal wieder das Betäubungsgewehr. Quite. Ja, ich nehme jetzt mal wieder den Hund mit. Wie gesagt, ich mag die Dog eigentlich am liebsten, weil der spürt halt, deckt halt alle Feinde so in der Umgebung auf automatisch. Und das kann sie zwar auch, aber nur da, wo sie gerade sitzt. Und wenn sie halt blöd sitzt, irgendwo hinter einem Hügel und man gerade mal nicht auf sie geachtet hat, dann sieht man halt nicht die Feinde. Aber der Hund ist ja immer bei einem. Der läuft ja immer um einen rum. Außerdem ist er süß. Also sie ist auch süß, aber er ist schon noch ein bisschen süßer, weil er so flauschig ist. Ja, genau. Ja. Dem kann man kuscheln. Er hat aber auch weniger Brüste. Aber er hat langes Fell. Aber langes Fell. Das hat sie nicht. Nur auf dem Kopf. Nur so einen kleinen Federschwanz. Blood runs deep. Das Blut rennt tief. Ja, rennt tief. Das macht Blut meistens, es rennt. Laut Contract sollen wir 4 von 6 tun. Also wenn das Wetten das wäre, ja. Dann ja. Ja. Snake aus Zentralafrika wettet, ja, jetzt hören Sie genau zu, er wettet, dass er 4 von 6... Heino Ferch, hören Sie auch zu, ja? Sie müssen jetzt gleich entscheiden, ob Sie glauben, dass er es schafft oder nicht. Ja. Er wettet, dass er 4 von 6 Rebellen töten kann. Und das ohne, ja, jetzt Obacht, ohne entdeckt zu werden. Nur mit einem, nur bewaffnet mit einem Hund. So. Irgend so ein Kriegsgebiet anfliegen. Wir wetten, dass wir so und so viele gegnerische Soldaten. Ja, demnächst bei Joko und Klaas Duell um die Welt. Ne? Das geht ab. Okay, was ist jetzt? Was geht jetzt hier? Da müssen wir hin. Da müssen wir da hinten hin. Oh, da sieht es aber nicht schön aus. Mine, okay. Ja, ich erinnere mich dunkel, dass es eine längere Mission ist. Wir werden also noch ein wenig damit zu tun haben, die nächste Folge vielleicht auch noch. Oder so. Vielleicht beginnt jetzt auch endlich unser Glück nachzulassen. Und ja, wir hatten bisher bei jeder Mission Glück. Das war pures Können. Bisschen, minimal vielleicht. Aber selbst die Mission, die wir jetzt 2-mal oder 3-mal machen mussten, es war Glück, dass wir sie nicht 7-mal machen mussten. Also habe ich alles schon durch. Es kann sein, dass unser Glück jetzt nachlässt. Ich sag das immer schon am Anfang. Sag das doch nicht. Doch, ich sag das immer schon, weil dann sind die Erwartungen so weit runter, dass danach alles gut aussieht. Ne, ausschalten sollen sie ja nicht. Nee, ausschalten. Ach, um Gottes Willen, wir schalten den hier aus. Wir haben einen. Oh. Vampire? Was ist denn Vampire? Oh, weiß kann man nicht. Das essen? Ich glaube nicht. Gut, also wir haben da einen blöden Heli, der drüber fliegt und der nervt. Und wir haben Leute, die wir töten sollen. Also, wir wollen sie natürlich entführen, weil ich kann mir schon denken, dass die halt irgendwas taugen. So. Das sind ja immer, weil wenn so Einzelcharaktere hervorgehoben werden im Spiel, sind die meistens ganz gut. So, die nicht. Das sind nur irgendwelche Wachen. Analysis.
Da. Nazi. Geht so, ne? Könnte man mal gucken. Aber an denen würde ich jetzt lieber erstmal irgendwie einfach vorbeikommen, ehrlich gesagt. Weil wir müssen ja eh da hinten in dieses Lager oder was ist da, dieses kleine Ortschaft, Dorf. Und das hilft jetzt nicht so richtig, dass die hier alle im Weg stehen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich beschwöre ihn gerade so. Nein, du kannst mich gar nicht sehen. Doch, er sieht dich. Nein, er sieht mich nicht. Doch, er sieht dich. Nein. Wundert sich keiner über den Hund? Nee, der Hund ist witzigerweise tatsächlich irgendwie unsichtbar für alle. Okay. Also der kann einen Meter vor ihnen stehen, die checken das nicht. Hey, die denken halt, der gehört zur Aussprache. Der gehört da dazu. Stehen halt überall so ein paar Hunde rum. Ja, also kriechen ist halt so langsam, aber es ist jetzt wahrscheinlich wirklich das Schlauste, wenn ich hier so ein bisschen... Du solltest vorsichtiger sein, hat vorhin der Mann gesagt. Ist richtig. Das ist richtig. Die Stimme aus dem Off, da liegen wir im Lied. Die Stimme aus dem Off. Naja, der Typ, der da mal redet. Ocelot. Ocelot. Und wenn jemand richtig aggressiv ist und kill ihn, kill ihn, los, töte den Mann, dann ist es Miller. Hm. Und Ocelot ist immer, ja, nee, du musst entscheiden, Boss, du bist ja schließlich... Der Boss. Deswegen nennen wir dich ja. Bose. Der Bosen. Der ist bei dem Lied singt. Ja. Like a Boss. Like a Bose. 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 Ja, Bose. Take a drugs like a Bose. Having sex with a giant fish like a Bose. Schieß mir das Hirn weg. Ja. Like a Bose. Und das hast du jeden Tag? Ja. Ja. Ah, Lonely Island ist halt schon... Andy Samberg ist einfach ein guter Komiker. Muss man auch mal so sagen. So, den nehmen wir mit. Ja, der spielt nicht nur bei Brooklyn Nine-Nine mit. Und bei, wie heißt das? Saturday Night. Da kommt er ja eigentlich her. Alle kommen von Snow. Ja, natürlich. Tina Fey und so ja auch. Amy Poehler. Amy Puller, Puller. Poland. Puller. Puller. Poland. Achtung, 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 Achtung. Zu spät. Oh, du hast das voll verkackt. Hab ich gar nicht. Na guck, da sind noch drei andere. Ja, die kommen dann jetzt dran. Ja, nee. Oder ich gehe einfach hier rum und Lirum und Larum und Löffelstiel finden mich nicht. Gute Nacht. Da, die Maus. Mit dir passiert. Kannst wie was? Ziel. Ach doch, jetzt. Nee, ich hab auf seinen Arm, weil er hat ja einen Metallhelm auf, also konnte ich ja nicht von der Seite auf den Kopf schießen. Sah aus wie ein Käppi. Nee, es war schon so ein Stahlhelm. So, haben wir hier auch. Na, C. Na gut. Wie er sogar schnarcht, der Typ. Da stand ein Hinweisschild, was stand denn da? Nicht, dass du irgendwelche Regeln missachtest. Wo hast du das? Straßenverkehrsordnung. Ah, Warning. Ach, da. Ja, ich werde einfach nur gewarnt, dass hier Kriegsgebiet ist. Achso. Wahrscheinlich. Leave the rest to us. Hey, du. Mann, jetzt beweg dich doch nicht so viel. Wie soll ich dich denn erschießen? Nein. Alles Aua. Gut. Au. Aua. Nicht alles gut. Da ist einer auf dem Schieß. Nee, da oben. Nee, der hier. Ich dachte, der wäre da oben auf dem... Duck dich! Duck dich? Nicht? So weit kommt's noch. Na, komm. Denkst du, ich seh dich nicht. Zelt, das ist doch nur ein Zelt. Oh, du hast einen von denen. Oh, ich hab einen von denen erledigt. Na, ist egal. Dann holen wir uns die anderen. Eins von acht. Eins von acht? Waren das nicht so viele? Sechs. Ja, es gibt ja immer noch so Zusatzziele, wie jetzt eben diese anderen Gefangenen rausholen in der letzten Mission. So eins war das. So, wir können ja hier ersatzweise noch zwei, drei Leute mitnehmen. Vielleicht ist da ja auch noch einer dabei, der was taugt. Ich scanne die jetzt einfach mal nicht. Ich baue mir jetzt ein Sträußchen da oben in der Luft. Aus ein Potpourri. Ein Potpourri der guten Laune. Wie das Frühlingsfest der Volksmusik oder ähnliche Veranstaltungen. Ah, da liegt ein Diamant. Hello. Blup. Hello, welcome. Lalalala. Oh, das wäre, wenn hier so also Howard Carpenter-Musik oder Matthias Reim wäre. Also wenn Deutsche dieses Spiel produziert hätten, dann wäre die beste 80er-Jahre-Mucke da. Also, was die für die beste halten. Ah, hier gibt es wieder keine Kassette. Schade. Schade.
Und ist Howard Carpenter eigentlich ein Deutscher? Der redet doch immer mit Akzent. Der ist, glaube ich, so wie David Hasselhoff. Der ist halt. Ah, hier liegt eine Kassette. Afrikanisches Schlaflied, nur gut. Könntest du es nochmal anhören? Ich glaube, der ist aus Amerika oder so, aber ist wie David Hasselhoff so bei uns super erfolgreich gewesen und ist dann deswegen auch so. Warte mal. Vielleicht Dreamt of an Eclipse? Nee, das hatten wir vorher schon. Africa's a big place, Nitrogen. Vielleicht ist das unter. Aber wir haben ja nur die beiden Kassetten. Ja, vielleicht ist es nicht bei Liedern, sondern bei. Ach so, Musik Afghanistan hier. Nee, afrikanisch wollten wir ja, ne? Afghanisches. Achso, wir haben auch ein afrikanisches. Ich fall gleich im Schlaf. Ich wäre wirklich gerade müde. Ich glaube, das ist wie Zauberei. So, ist gleich vorbei. Geht nur 13 Sekunden. Wo ist denn der Heli? Ich hoffe, der ist jetzt hier nicht. Sehe ich den irgendwo? Warte mal, ich sehe den noch auf der Karte. Ach, da hinten ist er. Ja gut, komm, dann. Chest off. Ja, wolltest du was sagen? Entschuldigung. Weiß nicht mehr. Das ist eine Kassette. Musik. Midnight Mirage. Mirage. Na, Mirage ist ja ein Wort. Was heißt das? Überraschung? Ich weiß es nicht. Ich frage dich. Weiß es auch nicht. Wie blöd. Ich stand noch etwas nah dran. Ja, mein Gott. Ist doch nichts passiert. Ist doch noch. Ist da noch einer? Nein. Ich weiß es nicht. Gerät. Ich werde jetzt aber der Gerät. Hier war doch irgendwo eine Radaranlage. Genau da. Die wollen wir doch noch kaputt machen. Dann können wir nämlich. Wo sind denn die anderen Typen alle? Ich glaube, ich habe die alle entführt und oder getötet. Aber da stand ja gar kein Bild. Also da war das doch mal bei dem, als du den einen Guten erschossen hast. Also den versuchen. Ja, nee, achso, die Typen. Die sind ja, jetzt nicht alle hier. Ja. Da stehen Panzer. ich bin dagegen. Scheiße. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht her. Hätte mich ja ruhig mal einer warnen können, dass hier ein Panzer steht. Boah, fuck. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, auf das Radar zu schießen, dann muss ich es nicht kaputt machen. Wahrscheinlich nicht. Guck mal, dein Hund ist da ganz alleine. Ja, der schafft das schon. Ist doch nur ein Panzer. Schießt der auf den Hund? Der schießt auf den Hund. Ja. Oh, wie gemein. Er ist wirklich voll fieso, ey. Jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Toll. Und jetzt ist er dran. Achso. Das ist nämlich das Gute. Man kann die nämlich direkt mit Besatzung klauen. Das ist übrigens eine meiner liebsten Tätigkeiten im Spiel. Immer von hinten an irgendwelche Konvois ranrennen und die Leute mitnehmen. Ja, ist egal. Ich weiß nicht, jemand hat mich gesehen. Ich bin doch hier fertig. Schleichen tust du nicht mehr. Ich bin ja jetzt hier auch fertig. Also ich muss jetzt weiter zu diesem zweiten Punkt. So. Boom. Explosion. So, jetzt haben wir 800 Meter zu laufen. Ich würde sagen, das machen wir in der Pause. Und in der Next Episode. Dann hören wir das neue Lied. Hören wir das neue Lied und holen die anderen 5 Typen raus, / töten sie. Je nachdem. Bis dann. Ciao.